Nintendo Gamelot Software Planning. Golden Sun. Liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren Let's Play, und zwar einem Let's Play, wo ich mich riesig drauf gefreut habe. Egal. Isaac, wach auf. Bitte, mein Schatz, wach auf. Was passiert hier? Der Felsen vom Allesbär fällt ins Tal. Nee, ich will aber nicht aufstehen. Komm schon, Isaac, wir müssen los, sofort. Ich will nicht... Oh, meinetwegen. Ja. Isaac, du hast was vergessen? Fänger. Draußen schüttet es, du solltest nicht ohne deinen Mantel gehen. Ich habe einen Mantel an. Fette Scheiße. Hast du alles, was du brauchst? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das habe. Gut für dich, Isaac. Verlorener Besitz kann ersetzt werden. Ein verlorenes Leben ist unersetzlich. Da hat sie vollkommen recht. Isaac, Dora, schnell. Der Felsen kann jeden Moment herabstürzen. Jo. Und wir gehen weiter. Was war das? Komm, schnell. Warum nicken wir uns die ganze Zeit an? Naja, ist egal. Kyle, glaubst du, dass wir den Felsen aufhalten können? Ich glaube nicht. Zumindest nicht für lange Zeit. Ihr zwei geht voraus und sucht Zuflucht am Dorfplatz. Hä? Kommst du denn nicht mit? Ich muss dabei helfen, die anderen Dorfbewohner zu evakuieren. Shit. Lass mich dir helfen, Kyle. Das ist zu gefährlich, Dora. Bitte geh und kümmere dich um Isaac. Isaac! Ist alt genug, um alleine bis zum Dorfplatz zu gehen. Du kommst doch allein zurecht, oder? Nein. Du bist doch schon ein großer Junge, Isaac. Warum gehst du nicht alleine? Nein. Bist schon ein großer Junge? Okay. Du kennst den Weg. Geh einfach in Richtung Süden, um den Dorfplatz zu erreichen. Aber sei vorsichtig. Ach ja, okay. Jetzt laufen wir mal schnell alleine hier rum, während wir das erklären. Ich freue mich schon wahnsinnig auf dieses Spiel. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Golden Sun. Das habe ich als Kind gesuchtet wie nochmal was. Müsste 2000 bis 2003 so gewesen sein. Ich habe das in der Zeit, glaube ich, 5 oder 6 Mal durchgespielt. Ich kenne, weiß ich nicht, ob ich noch alles kenne. Es ist jetzt mittlerweile schon über, ja, fast 15 Jahre her. Aber ich freue mich wahnsinnig. Ich wollte dieses Spiel als Let's Play für euch aufnehmen, weil, ja, eins meiner Lieblingsspiele. Na, dann legen wir doch mal los, oder? Oh nein, der Felsen hat den Weg versperrt. Ich war damals, wurde mir das Spiel gekauft. Und da war ich ja immer bei meiner Oma, ich glaube, das habe ich schon erzählt, in den Sommerferien. Und da habe ich das Spiel einmal, war ich eine Woche da und habe das Spiel einmal zu 100%. Also ich habe fast 4-5 Stunden am Tag gezockt, auf jeden Fall. Isaac, was willst du? Ich habe versucht, meine Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Na? Würdest du bitte mitkommen, Garrett? Wie? Du willst, dass ich mein ganzes Zeug im Stich lassen soll? Ja. Du meinst, dass ich einfach alles im Stich lassen soll, um mein Leben zu retten? Ja, Trottel. Das ist recht, okay, lass uns von dir verschwinden. Garrett gehört nun zum Team. Ich werde dir übrigens bei den Namen bei den Leuten auch so an. Wir sollten nicht nach Norden gehen, so gelangen wir gehen aus Malefberg. Ich werde die Namen auch bei allen so behalten, außer im zweiten Spieler werde ich einen Charakter nach, anstatt von Felix auf Flexi benennen. Weil, ich identifiziere mich halt mit dem Charakter. Zum Dorfplatz geht es da entlang, wir müssen nach Süden. Schön. Oh Gott, ich freue mich. Und ich werde, denke ich, alle drei spielen. Hä? Was ist das? Ah, der Felsen, der Welt! Oh mein Gott. Rams. Rams. Ein riesiger Felsen, was unter uns wieder zum Quetschen. Aber die Jungs halten sie mit ihrer, was auch immer, Zauberkraft fest. Oh, er ist zu schwer. Wir können nicht länger aufhalten. Macht man lieber. Vale wird zerstört, wenn unsere Synergie verbraucht ist. Wir müssen durchhalten, bis alle Dorfbewohner in Sicherheit sind. Oh, dann. Schnell, Jungs! Lauf nur noch ein kleines Stück. Komm schon, Isaac, lauf, der Felsen kommt. Isaac, hm? Warum hab ich eigentlich gesagt? Ja, da können wir nicht lang, also müssen wir hier lang. Hm? An diesen Fällen kommen wir nicht vorbei. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ach ja. Nanu, was haben wir denn hier? Hm. Na? Oh mein Gott. Steinschlag. Der Zaun. Überall Monster. Wo geht's sonst?
Ich bin schwer verletzt. Glaubst du, dass ich sterben werde? Die hängen die Gedärme raus, ich denke ja. Ich wusste es. Ich bin am Ende. Rettet euch selbst. Okay. Hätten wir auch nicht anders gemacht. Lalala. Lalalalalala. Oh, die ganze Atmosphäre von dem Spiel und alles ist so grandios. Wow. Ein Monster. Und schaut euch das an. Das Kampf. Team von Isaac greift zuerst an. Der Kampf ist hier ein bisschen besonders. Ich werde euch zeigen dann auch warum. Sobald mal der Moment kommt. Wir haben die böse Weißmaus besiegt. Nein, die Weißmaus, Entschuldigung. Böse Weißmaus kommt erst später. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Na toll. Fledermaus. Ah, wie schön das alles aussieht. Und freut euch auf die Beschwörungen. Wer das Spiel noch nicht kennt, die Beschwörungen, Freunde. Hm. So, sind wir schon weiter unten. Vespels, und zwar, pass auf. Sollten wir einen Gegner zerstören, dann greift der Kämpfer nicht automatisch den nächsten Gegner an, sondern verteidigt sich. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen gucken, dass wir die richtige Menge an Gegnern zerstören, ohne selbst besiegt zu werden. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich werde die meisten Kämpfe werde ich natürlich nicht rausschneiden, wenn es dann allzu lange dauert. Trainieren werde ich natürlich wieder offscreen. Ein großer Felsen, also nicht bewegen kann. Ja, klar. Aber die meisten Felsen, die meisten Gegner lasse ich natürlich drin, weil gehört dazu und die Kämpfe sind jetzt wirklich nicht langwierig. Außer die Endbosskämpfe. Ehrlich? Ohne Scheiß? Nee. Geh mal wieder zurück. Kämpfe sind jetzt nicht so langwierig und die sind cool. Spannend und interessant. Ach, da drüben ist die Treppe. Ja, Wolowitsch. Treppchen runter. Und dann mein Bruder. Alte durch Felix. Felix wird es schon schaffen. Wir werden einen Weg finden, ihn zu retten. Wow, Felix ist tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, Felix! Oh mein Gott. Dora, es ist. Nein, Mama, es ist. Das Heil reicht nicht. Wir sollten Synergie einsetzen. Könnt ihr euch noch konzentrieren? Ich habe all meine Kräfte verbraucht. Sie steht mit dir, Kyle. Ich bin völlig ausgezehrt, weil ich den anderen Dorfbewohnern geholfen habe. Shit. Wir müssen Hilfe holen. Ob Felix natürlich bis wir jemanden gefunden haben, der uns hilft. Es gibt nichts, was wir hier für ihn tun können, oder? Oh mein Gott. Dann geh und hol Hilfe. Entschuldigung. Dann geh und hol Hilfe, aber so schnell wie möglich. Jenna, kannst du auch mitgehen? Du willst doch Hilfe holen, oder? Dein Bruder zählt auf dich, Jenna. Hm? Also gut, lass uns gehen. Da-dam, da-dam. Warum geht ihr nicht einfach an den Kisten vorbei? Ich gehe nach Norden, du gehst in Richtung des Dorfplatzes, ja? Jawohl. Sofort, ich suche noch jemanden, der Synergie in sich hat, ja? Isaac! Hast du gesehen, was gerade geschehen ist? Nein. Ich suche noch jemanden, der Felix helfen kann. Er ist in den Fluss gefallen. Wolltet ihr beide mir wohl helfen? Kein Bock jetzt, ehrlich gesagt. Ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt. Geht einfach zum Dorfplatz. Hey, Entschuldigung. Wir helfen doch. Ist ja gut. Muss mich ja nicht gleich so anschreien. Das Intro von dem Spiel, also die Einführung, ist wahnsinnig, wahnsinnig lange. Denkt euch nichts, aber das Spiel danach umso schöner. Weißmaus erscheint. Na komm. Wams. Wammy. Bams. Whammy. Naja. Und jetzt pass auf, jetzt seht das. Garrett schützt sich einfach. Das ist ziemlich blöd teilweise, aber egal. Mam. Mam. Jawohl. Und das Team siegt. Wir halten 3 Punkte und so weiter. Was jetzt noch völlig irrelevant und unwichtig ist. Aber völlig. Lalala. Hier ist der Dorfplatz. Da schauen wir jetzt auch erst wann anders um. Lab. Und Treppchen runter. Wir müssen zum riesen Synergienstein hier unten. Komm, wir sprechen alle an. Oh, ich bin total erschöpft. Der fallende Felsen aufzuhalten hat meine gesamte Synergie aufgebraucht. Wie? Fragst du mich etwa, ob ich Synergie einsetzen kann, Isaac? Ja. Wäre ich nur 10 Jahre jünger, dann hätte ich viel anzubieten, aber ich bin leider zu alt. Ja, klar. Du wartest von einer alten Frau wie mir den Einsatz von Synergie? Verlange nicht das Unmögliche. Seid ihr für Arschlöcher. Jenna ist da entlang gegangen.
Oh, der kleine Felix ist in den Fluss gefallen. Deshalb sah Jenna so aufgeregt aus. Na? Ich fühle noch was Psy-Energie in mir. Das war's. Siehst du? Ist es nicht beeindruckend? Ja, wundervoll, aber... Geht und helft den Ältesten. Der Felsen ist zu schwer, als dass sie ihn noch länger halten können. Hä? Wir dürfen nicht zulassen, dass der Felsen unser Dorf zerstört. Lass uns den Älteren helfen. Wir zählen auf euch. Oh mein Gott. Großvater, Jenna. Gerrit Isa, seid ihr, um zu helfen? Jenna hat mir von Felix berichtet. Seid ihr deswegen hier? Ja. Bravo, Jungs. Jenna kann jede Hilfe gebrauchen. Großartig, ich bin wieder voll aufgeladen. Na? Hä? Wie steht's mit dir? Hast du deine Synergie wieder aufgeladen? Yep. Genug, um Felix zu retten. Dem Synergiestein sei Dank. Okay, Jenna. Du hast sie gehört. Jetzt schnell zurück. Hm? Der Weg ist vielleicht schon Felsbrocken verstärkt. Ihr zwei könnt ihnen den Weg zeigen. Danke, Isaac. Auf jeder, Klaus Peter. Jetzt schnell hoch und den armen Felix retten. Nicht, dass dem noch irgendwas Schlimmeres passiert oder so. Und vielleicht können wir dann gemeinsam alle dem Synergie, den riesigen Felsen aufhalten, dass unser Dorf wieder sicher ist. Dum, ba, bam. Hier. Mama, Papa, wir sind wieder da. Bist du das, Jenna? Dora, komm. Ja, ich bin es. Ich konnte niemanden finden, der uns helfen würde. Wie ist es euch ergangen? Hi. Du kommst gerade rechtzeitig. Dann ist mein Bruder noch immer. Felix geht es gut, er hält tapfer durch. Oh, der muss doch am Erfrieren sein. Komm hierher, damit wir Felix retten können. Er kommt. Rügenwalder Mühlenfest. Ebe, oh. Also, dann ist ja kein Problem, den guten Felix zu retten, ne? Was passiert denn? Was ist hier los? Busch, busch. Boom. Oh mein Gott, sie haben es nicht geschafft. Scheiße. Lauft um euer Leben! Ihr am besten auch. Scheiße. Wems. Oh mein Gott. Was war das? Der Felsen. Aber was hat er angestellt? Was war das? Oh, oh, ich werde gehen. Ah, ah, es hat keinen Sinn, ich kann mich nicht bewegen. Isaac, bitte hol Hilfe. Gerrit. Isaac, der Felsen? Wir müssen Hilfe holen, sonst werden alle ertrinken. Mama, Papa Felix, bitte verlass mich nicht. Nora. Nein, das kann nicht sein. Kyle, das muss ein Albtraum sein. Scheiße. Wow. Die sind alle gestorben. Das ist schrecklich. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir vielleicht Hilfe holen können und vielleicht überhaupt noch irgendwas retten können. Isaac. Ich kann ihn nicht alleine gehen lassen. In Zeit mit diesem müssen wir Männer zusammenhalten. Na dann komm. Nur wir beide haben überlebt. Wir hätten doch ahnen können, dass das Heiligtum von Sol solche Kräfte entfesseln würde. Es ist ein Wunder, dass wenigstens wir zwei verschont wurden. Dieser Schalter, das muss eine Falle gewesen sein. Aber wer hätte gedacht, dass dadurch so ein heftiger Sturm entfesselt würde? Ein weiterer Beweis für die unfassbare Mächte der Alchemie. Nichtsdestotrotz dürfen wir beim nächsten Versuch nicht versagen. Ja. Nächstes Mal werden wir sicherlich. Isaac, warte! Okay. Scheiße. Sieht nicht gerade freundlich aus. Du hast uns gerade eben belauscht, oder? Nein, ich war nur auf der Durchreise. Ich wollte jemanden gesucht, der. Isaac! Isaac, die sind unheimlich. Bist du sicher, dass du mit ihnen reden willst?
Du musst alles vergessen, was du eben gehört hast. Scheiße? Keine Sorge, wir werden dir helfen zu vergessen. Oh mein Gott, das werden wir von zwei dubiosen Gestalten angegriffen. Mysteriöse Frau erscheint, mysteriöser Mann erscheint. Ja, wir versuchen mal zu kämpfen. Vielleicht haben die ja nichts drauf. Yeah, 10 Schaden. Tot. Oh mein Gott. Naja, die haben anscheinend schon was drauf. Garrett nimmt 66 Schaden. Garrett geht in die Knie. Team von Isaac wurde besiegt. Scheiße. Und weg. Ja, gehen wir. Fuck. Und die Zeit vergeht. Wow, what the fuck? Was ist hier denn los? Golden Sun 2001-2002. Nintendo Game Loft. 3 Jahre später. Und Jenna steht da. Aber Freunde, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Euer Luna Flexi, Derre, freut euch auf das Projekt. Das ist super geil.